Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile von einem Himola-Sessel und zwar vom Modell 7612, teilelektrisch in Leder Long Life Soft Rabe. Der Sessel ist in Größe Medium, also ideal für Menschen 1,65 bis 1,85. Er macht einen soliden Eindruck in der Qualität. Das ist Metall alles. Pulverbeschichtet schwarz, lederschwarz in Longlife-Qualität. Hier auf diesen Schlitten fährt das Fußteil aus, einfach durch Gewichtsverlagerung, kann aber auch anhalten. Und dann hat es hier zwei Tasten. Und wenn ich hier drauf drücke, kommt dann das Fußteil raus. Ne? So, jetzt. Und jetzt kann ich. Jetzt geht er nach hinten. Was hat er denn? Ah, hier ist noch die Schutzfolie drauf. Und deshalb macht er das automatisch. Ich habe die Schutzfolie jetzt weggemacht. Dann funktioniert er nur bei Druck. Und jetzt kann ich hier vorrutschen. Sehr schön. Das Kopfteil ist dann noch extra zusätzlich verstellbar. Im oberen Drittel einfach ziehen. Hohe Bequemlichkeit. Gut, der Schlitten ist gewöhnungsbedürftig, aber er funktioniert einwandfrei. Wenn ich weiter will, drücke ich einfach ein bisschen. Wenn ich höher will, lasse ich ein bisschen locker. Fußteil funktioniert sehr schnell, sehr schön. Kann auch so gut drin sitzen. Drehfunktion auch toll. Schmale Armlehne, er trägt nicht zu dick auf. Form kann man immer streiten, aber Qualitätsanmutung sehr gut. Nachteil sicherlich ein höherer Preis. Ich denke, im Laden kostet dieser Sessel 2.800 Euro. Aber das ist er auch über die vielen Jahre in der Qualität wert. Hier sehen Sie dann das Kabel. Sie können den auch noch mit Akku ausstatten. Den gibt es zum Nachrüsten. Himola macht wirklich tolle Sessel. 7612 ist einer davon. Advertising, schauen Sie mal rein bei profischnapp.de, dem Online-Outlet für Markensofas. Wir haben auch tolle Relax-Sessel wie diesen hier im Angebot, Messestücke, Prototypen, Fotomuster. Online unter profischnapp.de oder live hier in 72186 Empfingen an der Bodensee-Autobahn. Besuchen Sie mich mal. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.